Hallo Klickenabendler, wir sind auf dem Herne Spielewahnsinn 2024. Wir ist der Matthias und der Smooker. Wir sind jetzt bei Gerd Spiele und Design und hier liegen zwei Neuheiten, die im Herbst rauskommen sollen. Einmal Blütentanz und einmal Drachentreppe. Beide können wir euch jetzt vorstellen, haben sie schon gespielt, zu zweit und einmal zu dritt. Zeigen euch hier kurz den Prototypen und die Spielregeln und geben unseren Ersteindruck danach auch wieder. Anfangen tun wir mit Blütentanz, wenn die Kamera etwas runterschwenkt. Was sich noch ändern wird, das hier wird natürlich nicht mit Papier aufgeklebt sein, sondern die werden drauf gedruckt im Siebdruckverfahren und kriegen diese Farben. Jeder kriegt 5 Pöppel und das Spiel ist zu zweit und Ziel ist es, mit seinen Startfiguren auf die andere Seite zu kommen. Eieiei. Das heißt, ich tue mal meine Figuren hier hin und der Mitspieler tut seine Figuren hier hin. Am Anfang werden die alle rausgenommen und dann legt man Stück für Stück, wie man möchte, die rein. Am besten so gedreht, dass man gut zurechtkommt, da sind alle Felder noch frei. Dann sieht das Ganze eventuell dann so aus. Und wenn man dran ist, muss man jetzt entweder eine Reihe oder Spalte nehmen und die komplett um 90 Grad drehen. Also entweder muss ich diese hier nehmen und muss sie einmal alle um 90 Grad drehen. Und dann kann ich bis zu 3 Figuren bewegen oder zum Beispiel ich nehme diese hier und drehe die um 90 Grad. Und danach kann ich meinen Zug machen. Meine Orangen können auf Orange drauf gehen, auf die Weißen auch, aber nicht auf die Blauen. Die Blauen können auf Blau drauf gehen, auf die Weißen auch, aber nicht auf die Orangen. Das wäre jetzt zum Beispiel 1, 2, 3. Dann wäre der Mitspieler am Zug. Die wären jetzt gerade alle relativ ideal. Das da vielleicht nicht. Also würde vielleicht der Mitspieler das im Uhrzeigersinn drehen und würde sich dann auch bewegen. 1, 2, 3 kann er auch machen und dann bin ich wieder am Zug und muss wieder drehen. Wenn ich jetzt diese hier drehe, spare ich ihm halt einen Schritt, weil er quasi den hier nicht mehr gehen muss. Aber vielleicht ist trotzdem für mich ideal, weil der käme jetzt gerade nicht weiter, dass ich vielleicht sage, ich drehe das hier einmal. Hab ihn dann aber auch geholfen. Könnte jetzt hier gehen 1, 2, 3 und so würde das Stück für Stück hin und her schwenken. Die können natürlich nicht aneinander vorbei. Wie gesagt, die andere Farbe blockiert, das fällt sowieso. Und wer zuerst hier 4 drüben hat, der gewinnt. Man startet mit 5 Figuren und wer 4 zuerst rüberkriegt, hat gewonnen. Das ist Blütentanz. Wir sind wieder bei Gerhards Spiel und Design und das Ganze basiert ja immer auf den Holzspielen. Über die Qualität haben wir fast in jedem Video gesprochen, da müssen wir nicht drüber reden. Das ist immer Vollholz, ist immer mit sehr viel Liebe und Detail gemacht, es wird immer geölt. Es gibt quasi eigentlich keinen anderen Verlag in Deutschland, der das inzwischen noch so produziert. Das ist nur noch Gerhards Spiele und Design und die Produzenten von den Taktbrettern und Steffen Mühlhäuser vielleicht noch, aber der produziert es ja witzigerweise auch sehr oft bei Gerhards oder bei den Genau, er wird es auch da produziert und er selber hat seinen eigenen Verlag ja nicht mehr, wird aber weiter durchaus auch in der Lage sein und will es wohl auch Spiele entwickeln und die werden dann bei Helvetik erscheinen. Holzspiele mag man oder mag man nicht. Wer den lieben Smooker kennt und sehr, sehr viele Videos von mir, ich habe einen kleinen Fetisch für Holzspiele, gerade für die großen Holzspiele. Meine Frau hasst mich dafür, weil die halt sehr viel Platz wegnehmen. Aber ich liebe Outdoor-Indoor-Spiele mit sehr viel Holzmaterial, sehr groß, sehr pompös, sehr schön anzusehen. Und ich brauche nicht unbedingt immer nur Plastikminiaturen etc. Ich liebe das. Gerhards Spiel und Design hat sehr viel abstrakte Spiele. Blütentanz ist quasi ein abstraktes Zwei-Personen-Spiel, was wir gegeneinander spielen und eigentlich gewinnt der besser spielt. Also da ist kein Glücksfaktor drin. Da ist nicht wirklich ein Glücksfaktor, das ist ein taktisches Spiel. Wer besser spielt, gewinnt. Oder wer nicht aufpasst, verliert, sagen wir es mal so, weil du drehst ja immer eine Reihe oder Spalte und wenn ich natürlich dann nicht vielleicht auf der einen Seite meine, da könnte ich einen guten Zug machen, aber nicht sehe, dass ich dann auf der anderen Seite dir irgendwie den Weg freiräume, kann ich auch natürlich durch eigene, ja, schlechte Spielweise verlieren. Genau, also ein bisschen dreidimensional muss man denken, aber wirklich nicht viel. Es ist in dem Fall ein leichteres dreidimensionales Denken. Jetzt nicht so kompliziert, was ich letztes Jahr, was du großartig fandest und ich habe Probleme gehabt, mir das vorzustellen, war das mit den Würfeln, wo man um den Würfel rumdreht, gedreht hat im Kopf. Ja, ich weiß im Moment gerade nicht, wie es heißt, aber genau, das hat mir sehr gut gefallen. Hab ich auch ausnahmsweise mal gewonnen, passiert ja nicht allzu oft gegen Andi und bei Paul-Spielen erst recht nicht. Das Spiel selbst hat mich jetzt sehr erinnert an das Schildkrötenspiel von ein paar Jahren, wo mir jetzt leider auch der Name nicht einfällt. Launakea. Ich guck mal kurz, Launakea oder sowas, ja? Launakea, genau, von Marco Teubner. Da muss man ja auch quasi auf die andere Seite kommen, muss die Steine optimiert rücken, damit genau, ich schneller rüberkomme. Felder, wo du eben raufkommst, wo nicht und genau, muss die Steine optimal. Andere Spielmechanik, aber selbes Ziel, was man erreichen möchte. Ja, es gibt ja viele Spiele, wo ich eben versuche, von der einen auf die andere Seite zu kommen. Ne? Klasse.
Klassiker denken sicherlich an Halma, es gibt aber auch viele andere Möglichkeiten, ne, wo ich eben versuche, weil Schach ja nicht direkt, da versuche ich ja den König zu schlagen, aber muss mich ja auch quasi in die gegnerische Richtung bewegen. Das ist ja bei abstrakten Spielen jetzt kein seltenes Prinzip. Ja. Ich würde jetzt sagen, von den zweien würde mir das mit den Schildkröten ein Ticken mehr liegen, ist aber auch ein Ticken schwieriger zu spielen. Das hier würde ich wählen, wenn ich mit Personen spiele, denen das andere zu kompliziert ist, beziehungsweise die vielleicht sowas noch nie gespielt haben. Weil hier sind die Regeln leichter, es ist genauso taktisch, aber das andere ist schwieriger zu spielen. Beides sehr schönes, hochwertiges Material. Wenn ihr die Wahl habt zwischen den beiden Spielen und wollt nur eins davon erwerben, dann guckt, ob ihr quasi es etwas komplizierter wollt, vom Denkweise her, um rüberzukommen. Oder es etwas leichter wollt und dann würdet ihr zu Blütentanz zum Beispiel greifen. Ja, genau, kann ich dem nicht hinzufügen. Dann haben wir daneben ja auch noch Drachentreppe. Ja, aber das nehmen wir in einem separaten Video auf. Das nehmen wir in einem separaten Video auf. Ja. Damit du es dahinter schneiden kannst. Ja. Das ist gut.